Zwei lesbische Frauen sind momentan in Deutschland von der Abschiebung nach Uganda bedroht. Warum wird den beiden Frauen das Asyl denn verweigert? Also ganz akut ist nur eine der beiden Frauen bedroht. Das sind zwei Frauen, die haben sich hier in Deutschland kennengelernt in der Asylunterkunft, in der sie beide untergebracht sind, haben sich verliebt ineinander. Beide sind in Uganda als lesbische Frauen schwer verfolgt worden. Das hat man ihnen nicht geglaubt, oder beziehungsweise bei einer Frau ist noch der Bescheid vom Bundesamt noch nicht da. Die andere Frau wurde vom Bundesamt nicht geglaubt und im Gerichtsverfahren auch nicht. Es wurde nicht geglaubt, dass sie lesbisch sind, und es wurde auch alles andere nicht geglaubt dann letztlich. Es war deswegen besonders dramatisch, weil wir hatten die Partnerin, die zweite Asylsuchende, als Zeugin gebracht für die Beziehung, und der Richter hat sich mit sehr flapsigen Unkenntnissen, klischeehaften Äußerungen dann so geäußert, ja, glaubt es denen nicht, dass die beiden lesbisch sind, obwohl es eine Zeugenaussage war. Das ist ja was Besonderes, das ist dann wirklich ein starkes Beweismittel. Also nach dem Motto, die Zeugin sieht nicht so aus, wie ich mir eine Lesbe vorstelle, deswegen glaube ich eben auch nicht an die Homosexualität. Ja, und die beiden verhalten sich nicht so. Also ich weiß nicht, ob der Richter sich vorgestellt hätte, die kommen Händchen halten rein und kuscheln sich im Gerichtssaal aneinander. Ich meine, das sind Frauen, die kommen aus einer extrem repressiven Atmosphäre. Die haben grundsätzlich schon mal Angst, darüber überhaupt davon zu sprechen. Sie wissen auch nicht, wie das in Deutschland ist. Sie reden mit einem Mann. Sie haben keine Ahnung, ob ihnen da Abneigung entgegenschlägt, ob ihnen Vorurteile entgegenschlagen. Tun sie natürlich. Natürlich auch, ja, hat sich auch gezeigt in dem Fall wieder. Und sind natürlich dann auch erstmal gehemmt und schüchtern und sagen nicht mehr, als was absolut notwendig ist. Ja, nochmal vielleicht ganz kurz zur aktuellen Situation. Beim einen ist der Asylantrag abgelehnt, und im anderen Verfahren, wie sieht es da momentan aus? Also im Fall einer betroffenen Frau ist bereits erstinstanzlich vom Verwaltungsgericht entschieden worden, negativ über den Asylantrag, und bei der zweiten betroffenen Frau ist noch keine Entscheidung des Bundesamtes da. Das ist seit 2 Jahren anhängig, das Verfahren. Sie ist 2011 schon gekommen, und bis heute warten wir auf die Entscheidung des Bundesamtes. Was droht den Frauen denn bei einer Abschiebung nach Uganda? Also ich habe gar überhaupt keinen Zweifel daran, dass diese Frauen, alle beide Frauen lesbisch sind, dass sie auch ihre Beziehung hier leben. Sie leben auch ganz offen ihre Beziehung. Sie gehen zum Christopher Street Day. Sie haben Kontakt zu lesbischen Organisationen hier, lesbischen Frauen hier. Sie gehen in die Beratung. Sie gehen zum Frauenzentrum in ihrer Stadt. Sie singen im Frauenchor. Also sie sind wirklich voll integriert. Das ist mit Sicherheit nicht verborgen geblieben. Zum einen sind sie schon in Uganda verfolgt worden, das heißt, es war dort schon bekannt, aber jetzt ist es natürlich erst recht bekannt. Also die ugandische Community in Deutschland ist nicht so groß, sodass sowas verborgen bleiben könnte. Es ist auch bekannt, auch in der Unterkunft ist es bekannt, dass die Frauen lesbisch sind, die wohnen auch in einem Zimmer zusammen und sind wie ein Ehepaar halt dann. In Uganda kann gegen Homosexuelle eine Haftstrafe verhängt werden. Auch das Klima in der Gesellschaft ist ganz stark homophob aufgeladen. Sie haben das ja vorhin schon angedeutet. Wie kann es denn dann sein, dass sexuelle Orientierung teilweise als Asylgrund in Deutschland gar nicht anerkannt wird, auch oder eben ja nicht erkannt wird, wie in diesem Fall jetzt? Also sexuelle Orientierung ist in Deutschland inzwischen als Asylgrund anerkannt. Da hat sich die Rechtsprechung lange Zeit sehr schwer getan. Früher wurde gesagt, es muss unentrinnbares Schicksal sein. Also es wurde schon gleich auch negativ aufgeladen. Inzwischen ist geklärt, dass sexuelle Orientierung einen Asylgrund darstellt. Und es ist inzwischen durch Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes geklärt, dass man nicht gezwungen werden darf, seine sexuelle Orientierung geheim zu halten. Weil früher wurde gesagt, naja, was im stillen Kämmerlein passiert, das weiß ja keiner. Und dann, wenn man im stillen Kämmerlein seine Sexualität ausleben kann, dann gilt man nicht als verfolgt und es wird einem zugemutet. Übersehen wird dabei, dass natürlich Frauen gezwungen werden zu heiraten und wenn in einen Zustand geraten, wo sie mit einem Ehemann konfrontiert sind, entweder müssen sie sich dann outen oder sie werden permanent vergewaltigt. Also das ist eine Sache, das hat sich die Rechtsprechung überhaupt nie überlegt dabei, was denn die Folgen davon sind. Also die Rechtsprechung mit dem stillen Kämmerlein, die ist jetzt inzwischen durch europäische Rechtsprechung über den Haufen geworfen worden. Und jetzt läuft es halt auf die Ebene, dass man es ihnen nicht glaubt. Ja, es glaubt, es werden Klischees. Es sind Klischees der Anhörer, es sind Klischees der Richter, die sagen, aha, eine lesbische Frau schaut so und so aus, so schaut die nicht aus, also glaube ich ihr nicht. Oder Fragen von einem Entscheider des Bundesamtes an einen Mann, sagt, in einer schwulen Beziehung gibt es doch immer einen männlichen Teil und einen weiblichen Teil.
Und wie würden Sie sich denn begreifen? Und wenn der Mann dann sagt, ja, ich würde mich dann und drauf reinfällt und sagt, ich würde mich vielleicht eher als den männlichen Part begreifen, kommt eine Ablehnung mit der Begründung, naja, der wirkt aber doch ein bisschen feminin. Also völlig absurde Äußerungen kommen da. Es zeigt auch vollkommene Unkenntnis irgendwelcher ja lesbisch, transsexueller oder auch schwuler Lebensentwürfe oder Lebensvorstellungen. Aber Sie haben vorhin erwähnt, es würde auf einer anderen Ebene laufen, eben das Verweigern des Asyls. Sind Sie der Meinung, dass es da eine bestimmte, ja, einen Willen gibt, kein Asyl zu gestatten? Also es gibt natürlich grundsätzlich den Wunsch, so wenig Asylanträge wie möglich positiv zu entscheiden. Man kümmert sich nicht darum, die politisch Verfolgten aufzunehmen und zu schützen, sondern nach Möglichkeit zu sagen, wir glauben das alles nicht. Also das ist die Tendenz in Deutschland wahrscheinlich seit Anfang an. Ich mache das seit 16 Jahren. Ich habe es nie anders gesehen und nie anders gekannt. Also man sagt nicht, gut, bevor jetzt, ich bin mir zwar vielleicht nicht ganz sicher, aber bevor jetzt der Person was Schreckliches zustößt, glaube ich es ihr lieber. Die Leute haben ja keine Beweismittel und die sexuelle Orientierung ist natürlich sehr schwer zu beweisen und ich möchte auch nicht bestreiten, dass es Leute gibt, die lügen und die vorgeben, homosexuell zu sein. Aber wenn man sich auskennt und wenn man auch, man kann sich natürlich auch fortbilden, man kann sich schulen lassen, das Bundesamt könnte sich mit den Organisationen in Verbindung setzen und könnte dort Schulungen durchführen und dann wäre das Ganze schon ganz anders. Aber es wird einfach mal pauschal in deutschen Bogen gesagt, nee, wir glauben gar nichts. Sie sind Anwältin für Asyl- und Ausländerrecht. Wie oft erleben Sie es denn persönlich, dass geschlechtsspezifische Fluchtgründe nicht anerkannt werden und eben ja missachtet werden? Ja, ich überlebe das schon sehr regelmäßig. Also es ist jetzt nicht so, dass es so viele sind, aber es wird mit sehr hanebüchenen Begründungen dann nicht geglaubt. Ich kann jetzt natürlich auch nicht in die Leute reinschauen, aber ich habe Kontakt mit Sub-EV und mit Letra und dadurch habe ich natürlich auch bezüglich der Mandanten eine Einschätzung. Ich kann sie auch dahin vermitteln an die Beratungsstellen, das ist auch ganz wichtig. Aber es ist klar, dass es, ja, wie soll man es jetzt sagen? Also das Bundesamt hat einfach keine Ahnung. Ich kann natürlich nicht reingucken, aber ich komme nicht auf die Idee zu sagen, weil jemand ein Kind hat, kann er nicht schwul sein. Ja? Oder ich habe auch einen Mandanten, der hat 3 Kinder und seine Frau weiß nicht, dass er schwul ist. Aber das passiert auch im christlichen Bayern. Das passiert auch irgendwo auf dem Dorf, dass Männer Familien gründen, weil sie es verbergen müssen. Ist ja nicht so, dass hier alles gut ist. Aber in diesen Asylverfahren ist überhaupt noch keine Idee des Bundesamtes, wie man damit umgeht und wie man hier vernünftig, ja, also aber eine Zeugenaussage, wenn jemand hier einen Zeugen da hat und sagt, ich habe in einer festen Partnerschaft und das ist mein Zeuge und mein Zeuge sagt für mich aus oder meine Zeugin sagt für mich aus, dann ist das ein sehr starkes Beweismittel und dann kann der Richter nicht sagen, aber ich glaube es trotzdem nicht, weil die schauen nicht aus wie Lesben.